Wir befinden uns hier auf dem Euterberg. Wir sehen hier im Moment wird Platz 2, der früher ein Rasenplatz war, gerade umgebaut zu einem Kunstrasenplatz. Wir sind mit den Arbeiten hier schon relativ weit. Wie man sieht, der Sand ist eingearbeitet, die Drainagen sind gezogen und im Moment wird der Schotter eingefahren. Im Moment werden ca. 3000 Kubikmeter Schotter eingefahren und zurzeit sind wir bei 500 Kubikmeter pro Tag, die angeliefert werden. Und bis Ende der Woche sollte das gefüllt sein, so dass wir nächste Woche hier mit dem Begradigen anfangen können. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht schon übernächste Woche mit der Verlegung des Kunststoffs beginnen. Wir stehen hier gerade auf einem der neuen Sportplätze, die hier in Euter entstehen. Hier im Hintergrund kann man erkennen, dass der erste Wall entsteht zur Windminderung. Und in der nahen Zukunft wird auch begonnen mit der Kanalisation, damit die Plätze entwässert werden. Deswegen entsteht auch unten ein Regenrückhaltebecken, welches aber nicht immer mit Wasser gefüllt ist, sondern nur für besondere Maßnahmen, wenn besonders viel Wasser anfällt, dort eventuell Wasser anfallen kann.